Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Border Allein. Die Folge heute werde ich wohl aufteilen müssen, schätze ich. Ich weiß nicht, wie weit ich damit kommen werde, weil ich glaube, dass diese Folge mehr beinhaltet, als ich mir jetzt gerade, wo ich anfange, es mir vorstellen kann. Das ist quasi jetzt ein Thema, das mir seit ein paar Tagen, sag ich mal, bewusst ist, allerdings schon lange bewusst ist, und zwar seit vielen, vielen Jahren. Und zwar geht es um mich oder geht's darum, dass ich über viele Jahre etwas als, nennen wir es Liebe, angesehen habe, dass ich für mich irgendwann stark revidieren musste, um das mal runterzubrechen. Ich werde versuchen, in dieser Folge oder in den eventuell darauffolgenden Folgen nicht so ins Detail zu gehen, um einfach auch andere Leute da nicht mit reinzuziehen. Ja. Wenn irgendwann der Punkt kommt, dass ihr oder dass man feststellt, dass das, was man als absoluten Höhepunkt der Liebe bezeichnet, als absoluten, keine Ahnung, Vertrauensbeweis, dies, das, jenes, den man allerdings künstlich herbeiführt, sage ich mal. Wenn ihr dann feststellt, Alter, das ist es nicht. Du machst das nicht, weil du da den maximalen Liebesbeweis bekommst oder den maximal möglichen Höhepunkt erreichst, sondern weil du dich selbst verletzt. Weil du dir eine Welt aufgebaut hast, in der du denkst oder es für dich rechtfertigst, dass das genau richtig ist. Und du einfach den Fakt auf Seite drückst, dass es eine reine Selbstverletzung ist, die tief, tief, tief in die Emotionen greift. Das ist keine Selbstverletzung, die man offensichtlich sieht. Das ist keine, wo jeder mitbekommt, was los ist. Und es ist eine Selbstverletzung, die man so tief in seine Psyche und auch in sein Herz vordringen lässt, dass man irgendwann der ganzen Sache gegenüber abstumpft. Ich weiß, ihr merkt, ich merkt, dass da extremst viele Emotionen hochkommen gerade und ich bin der Meinung einfach für mich, ich muss das rauslassen. Deswegen spreche ich das hier an. Man kann das alles positiv sehen. Das ist ein Prozess, der gerade bei mir stattfindet, der wirklich in diese ganze Metamorphose, in dieses ganze Aufarbeiten, was in mir stattfindet, natürlich reinpasst und das ein Riesenteil davon ist, aber das kam für mich tatsächlich wie ein Hammerschlag. Wirklich wie ein Hammerschlag. Ich habe die Details in meinem ganzen Leben noch keinem Menschen erzählt. Ich habe noch nie erzählt, warum, weshalb, wieso. Und wo mein Trauma, was das angeht, begraben liegt. Noch nie. In meinem ganzen Leben nicht. Keinem. Keiner Therapeutin, keiner ehemaligen Partnerin, niemandem. Niemandem. Bis gestern. Bis gestern. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben erzählt, wie es wirklich war. Wie ich wirklich in mein Trauma reingerutscht bin. Und nicht so, wie die, ich sag mal, wie die Geschichte drumherum, die ich mir aufgebaut habe, um es für mich zu erträglich zu machen.
die ich auch von mir selber aufgebaut habe und ich glaube, irgendwann auch geglaubt habe. Es ist keine bewusste Lüge, sondern das ist ein absoluter Selbstschutzmechanismus, der da gegriffen hat, um mir nicht das Leben zu nehmen. Ich kann das jetzt, es ist alles sehr frisch. Es ist alles sehr frisch und es tut extrem weh. Und da kommen wir so ein bisschen in das Perfide. Es tut extrem weh, die Wahrheit rausgelassen zu haben. Weil ich habe mich quasi so angreifbar wie nur irgend möglich gestern gemacht. Ich habe quasi meine Seele komplett geöffnet und das ist das allererste Mal, dass ich dazu überhaupt in der Lage war. Und zwar nicht nur was die letzten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte angeht, sondern was die Ursache angeht, wo es herkommt. Ich habe irgendeine Schublade gestern geöffnet, von deren Existenz ich weiß, aber diese Schublade habe ich immer krampfhaft, da hab ich einen Tisch vorgestellt, einen Schrank vorgestellt, eine Anbauwand und danach habe ich es zugemauert. Also, und das alles in einem Tresor, wo ich den Schlüssel nicht für habe. Ihr könnt euch also vorstellen, wie gut das abgesichert war. Und selbst die Menschen, das tut mir wahnsinnig leid, aber es ist so, selbst die Menschen, die glauben, mich in- und auswendig zu kennen, haben vielleicht mal eine Vermutung gehabt, das mag sein, das kann ich nicht beurteilen, aber es ist weit, weit weg von mich kennen. Ich glaube, so wie ich mich aktuell, ich hole weit aus im letzten Jahr, mich kennengelernt habe und mir Sachen angeeignet habe für mich, das kann jemand, der mich lange kennt, wahrscheinlich noch nicht mal jemand nachvollziehen. Und dann entwickelt sich natürlich so das Verständnis, dass ich ein komplett anderer bin und mich ja total verändert habe. Ja, das stimmt. Habe ich aber meiner Meinung nach zum Positiven, das ist das, was zählt. Das, was ich da gestern rausgehauen habe, vor einem anderen Menschen, das sage ich auch ganz explizit vor meiner Partnerin, habe ich so noch nicht mal in meinem größten Drogenrausch rausgehauen. Noch nicht mal, ganz im Gegenteil, da habe ich es verherrlicht. Da habe ich es verherrlicht, habe das als das Größte angesehen und so wie ich empfinde meine Emotionen und was ich toll finde, dies, das, jenes, das ist das einzig Wahre. Das Einzige, was die Drogen gemacht haben damals, war, es mir leichter zu machen, diese Verletzungen überhaupt zu ertragen, weil es ist immer nur unter Drogen passiert. Ich habe mich so krass selbst verletzt, dass ich Wochen gebraucht habe, um gewisse Erlebnisse von einem Abend ansatzweise, nur ansatzweise zu verarbeiten. Ich habe da aber keinen Teil dran teilhaben lassen. Ich habe das so derbe in mich reingefressen, dass es überhaupt kein Mensch mitbekommen hat. Warum, weshalb, wieso? Was ist eigentlich mit ihm los? Lapidare Erklärung, ja, beschissen runtergekommen, dies, das, jenes. Das hat mich oftmals an den Rande, wirklich an den Rande der Verzweiflung gebracht. An den Rand gebracht, weitermachen zu wollen. Mit mir selber. Ich brauche das, glaube ich, nicht weiterzuführen. Allerdings muss ich dazu sagen, habe ich die Ursache verharmlost, sogar verherrlicht. Ich bin so und so aufgewachsen, dem und dem Umgang habe ich gehabt, die und die Erfahrung habe ich gesammelt, schon mit 13, 14. Das hat mich geprägt und deswegen mag ich dieses, mag ich jenes. Deswegen habe ich die Auffassung von der maximal erlebbaren Liebe,
wie nur irgendwie möglich, weil ich ja damit gewachsen bin. Was wirklich passiert ist, dass ich einem Missbrauch auch ausgesetzt wurde und mich auch selber dem Missbrauch ausgesetzt habe, das habe ich keinem erzählt. Sei es aus Scham. Ich meine nicht den sexuellen Missbrauch, den meine ich gar nicht. Der ist nicht passiert. Also nicht in dem Sinne, sondern ein Missbrauch, der tief, tief, tief in mein Leben eingegriffen hat. Nenne es emotional und auch körperlich. Aber da müsste ich zu sehr in die Details gehen und das möchte ich nicht. A, um mich selbst zu schützen, A, um sämtliche Leute aus meinem Umfeld zu schützen, möchte ich darauf nicht weiter eingehen. So, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Aber dass es natürlich darum geht, dass man quasi eine kranke Ansicht über Liebe, über Sex und Praktiken entwickelt, das ist, glaube ich, jedem klar. Nur wie gesagt, ich werde keine Details nennen, keine Verbindungen schaffen zu irgendwelchen Leuten. Auch Ex-Partnerinnen, Freunde und so hören diesen Podcast und das möchte ich nicht. Der Fakt, dass ich gestern die Ursache zugelassen habe, hat mich in einen Zustand versetzt, den ich jetzt gerade immer noch nicht richtig greifen kann. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dieses, was ich jetzt hier einspreche, in zwei oder drei Teile machen will. Nicht, weil ich das nicht in einer halben Stunde unterkriegen würde, sondern man hat mir auch den Rat gegeben, lass da mal ein paar Tage drüber ins Land ziehen und dann rede weiter darüber. Noch mal ein paar Tage ins Land, rede weiter darüber. Was macht es mit dir? Ich mache auch diese Folge und die nächsten Folgen. Die sind nicht nur für mich, sondern auch für euch, damit ihr vielleicht mitbekommen könnt, was da gerade für eine Entwicklung, eine kurzfristige Entwicklung stattfindet. Wie geht man mit einer, ich nenne das ganz bewusst, einer Lebenslüge mir selber gegenüber? Wie geht man damit um? Wie geht man damit um? Und wie erschreckend ist das für einen zu sehen, was man vielleicht alles verpasst hat? Was man sich vielleicht selber oder wessen man sich selber vielleicht beraubt hat. Immer unter dem Deckmantel der Selbstverletzung. Wir haben immer gesagt, ich bin nicht der, der sich selbst verletzt. Klar, ich habe mir mal hier und da den Kopf aufgehauen, mit der Faust vor die Wand geboxt. Das war nach außen meine Darstellung über meine Selbstverletzung. Also mein Selbstverletzungsbereich ist klein zu anzusehen. Der ist ganz klein anzusehen. Und habe dabei bewusst verschwiegen, dass ich mir maximal die Rasierklinge durch mein Hirn ziehe. Und zwar von innen. Es fällt auch mir schwer, dafür Worte zu finden. Es fällt auch mir schwer, das zuzugeben. Und es fällt auch mir wahnsinnig schwer, nur ansatzweise rückblickend jetzt zu sehen und zu fühlen, vor allen Dingen, was es tatsächlich mit mir angestellt hat. Wahrscheinlich auch viele, viele, viele Beziehungen gekostet hat. Vielleicht auch viele Freundschaften gekostet hat. Viele Dinge mich gekostet hat, die vielleicht wertvoll für mich gewesen wären. Ich werde aus dieser Podcast-Folge hier nicht eine Sekunde rausschneiden, keine Pause verkürzen, sondern ich lasse euch die so roh, wie sie ist. Ich muss immer wieder mich neu konzentrieren, den Faden nicht zu verlieren, um auch nicht abzuschweifen, um dann trotzdem eine gewisse Logik zu hinterlassen, die ich selber gerade kaum spüre. Ich spüre momentan nur den absoluten Schmerz in mir, aber ich habe gestern gesagt, das ist so, als ob eine fremde Person jetzt endlich aus meinem Körper geht. Die ist endlich raus.
Und ich kann sauber empfinden. Ich kann sauber empfinden, was Emotionen angeht, was Liebe angeht und was Sex angeht. Und das, wie gesagt, das Gute an der ganzen Nummer ist, dass ich mir quasi mein Selbstverletzungsverhalten, ich habe die Tür aufgemacht, ist rausgetreten, die Tür wieder zugemacht. Mit dem absoluten Willen, dass dieses Verhalten in meinem Leben keinen Platz mehr hat. Ich habe weit mehr als die Hälfte meines Lebens um. Da muss ich an einen Coachie von mir denken. Wir sind gleich alt. Ich sage denselben Satz. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mich selbst zu verletzen. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Alle andere habe ich nicht verletzt. Es ist immer davon ausgegangen, dass ich irgendetwas gerne habe, gerne mache, gerne so sehe, gerne Emotionen fühle, wie auch immer. Und ich habe das auch immer glaubhaft verkauft, dass das genau das das Ultimo ist, das absolute Ultimo, das ist das Ultimative, das absolut Größte, was man empfinden kann. Und komischerweise, ich will der einen oder anderen Person in meinem Leben gar nicht absprechen, dass es gemerkt wurde. Ja, ich will das nicht absprechen, weil das weiß ich jetzt so in der Retrospektive. Aber niemals, niemals im Leben, nie hätte ich das zugegeben. Niemals hätte ich das erzählt, was ich jetzt in ganz abgeschwächter Form erzähle und was ich gestern in kompletter Form erzählt habe. Und diese Tatsache, dass ich selbst zu den Leuten, wo ich Vertrauen hatte, wirklich viel Vertrauen hatte, dachte ich jedenfalls. Dass ich selbst den Leuten davon nicht erzählen konnte, weil ich mich einfach vor mir selber geschämt habe, mich vor mir selber, ich will nicht sagen geekelt habe, aber es geht in die Richtung. Und wo ich mich vor mir selber, ich hätte mir einfach selber in die Fresse kotzen können. Mit wachsender Begeisterung in die Fresse kotzen können. Und habe mein Spiegelbild noch mehr gehasst, noch mehr verachtet und noch niederträchtiger gesehen, als ich sowieso schon gesehen habe. Ich hoffe, ich möchte, was ich damit erreichen will. Warum erzähle ich das alles überhaupt? Ich hätte es auch für mich behalten können. Punkt 1, ich muss es rauslassen, wie erwähnt. Punkt 2 ist, vielleicht kann sich irgendwer da draußen aus dieser Geschichte, aus diesem ersten Teil oder wie auch immer, ich weiß nicht, ob es einen nächsten Teil davon gibt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in einer Woche ist. Aber vielleicht kann sich irgendwer da draußen daraus was ziehen. Vielleicht fasst irgendwer da draußen auch den Mut, vor sich selber die Stärke zu entwickeln, zu sagen, alles klar. Auch ich mache das und das schon so und so lange. Und am Ende wollen wir doch alle eigentlich nur eins, wir wollen überleben. Aber ich sag euch, so kann man nicht leben. Das ist ein ständiger Ritt auf Messerschneide. Die Klinge, mit der sich viele vielleicht schneiden, auf der steht ihr dann. Und immer bereit, zur falschen Seite umzukippen. Und man sucht irgendwann immer neue Herausforderungen. Wie kann man sich noch mehr wehtun? Ihr kennt das alles. Ihr kennt das alles. Man sucht immer nach diesem einen, nach diesem mehr. Wie schaffe ich es, mir noch mehr weh zu tun? Wir fangen klein an, aber wo endet das? In welchen Dimensionen endet diese Verletzung, die man sich da selber wehtut? Und inwieweit ist man bereit, sich kaputt zu machen und ganz genau zu wissen, dass man dieses Leben freiwillig beenden wird.
Ich weiß, ich weiß, dass ich viele von euch jetzt gerade triggern. Ich weiß das. Aber ich glaube für mich, es ist ein positiver Trigger. Unterm Strich, wenn ihr euch darüber Gedanken macht, weil es geht in die richtige Richtung. Aber es wird viele von euch wahrscheinlich auch dahingehend in ein Sog werfen, der ja quasi mit der Selbstbeschäftigung zu tun hat. So scheiße. Man Selbsterkenntnis zu tun hat. So scheiße, man merkt, verdammt, das trifft mich gerade. Verdammt, der spricht mich persönlich an. Verdammt, der ist gerade in meinem Kopf. Ich weiß, dass meine Stimme gerade bei vielen in den Köpfen ist. Ich weiß das. Ich weiß das. Aber habe keine böse Stimme. Ich will, dass ihr vielleicht der Stimme zuhört, so wie ich meiner eigenen Stimme auch zugehört habe. Ich sage das nochmal, ich hatte gestern das Gefühl und habe das jetzt noch intensiver, da geht jemand aus meinem Körper raus, und zwar eine komplette Person. Nicht irgendein Gefühl, nicht irgendein Erlebnis, sondern eine komplette Person, die verdammt nochmal dieselbe Fresse hat wie ich, denselben Körperbau hat wie ich und dasselbe trägt wie ich, dasselbe T-Shirt anhat wie ich, dieselben Tattoos hat wie ich, den gottverfluchten selben Augenblick hat wie ich, denselben Blick hat wie ich. Der aber meiner Seele ein ganzes Stück Platz macht. Das sind die harten Momente, die dazugehören, wenn man weit, weit über der Akzeptanz hinausgeht oder über die Akzeptanz hinausgeht und sich irgendwann in einem Modus befindet, wo man dann sagt, und jetzt will ich mich befreien von dieser ganzen Last, die sich, ey, nennt es, die sich Borderline nennt. Ist mir scheißegal, wie diese ganzen Kackkrankheiten heißen. Ist mir scheißegal. Von mir aus nennt mich A-typisch, B-typisch, A-Hörnchen, B-Hörnchen, Borderliner, nennt mich irgendwie, aber das, was ich mit mir trage, ja, das, was mich wirklich fertig macht oder fertig gemacht habe, das ist durch keine Krankheit zu beschreiben, sondern die Krankheit, die habe ich mir selber eingepflanzt. Oder die ist mir eingepflanzt worden, scheißegal wie, aber sie ist da. Und ich weiß, viele, die jetzt zuhören, die vielleicht noch im Anfangsstadium sind, die gerade ihre Diagnose haben. Ich weiß, dass das vielleicht für euch jetzt wie eine Mammutaufgabe wirkt, die ihr noch vor euch habt. Und ja, das ist es auch. Ich will euch da überhaupt keinen Honig ums Maul schmieren, das ist es. Mich hat das jetzt vier hart, ich glaube, das sind die härtesten Jahre meines Lebens, hat mich das gekostet. Mit Glück, aber auch mit so viel Schmerz, so viel Schmerz, den könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber es ist nicht annähernd so viel Schmerz, als wenn ihr es in euch behaltet. Es ist nicht annähernd so viel Schmerz, wie der Schmerz, der euch oder der irgendwen dazu führt, dass er diesen Schmerz nicht mehr aushalten kann. Da hilft doch keine Ibo. Ich möchte die Folge hier beenden, weil ihr merkt selber, das nimmt mich komplett mit. Manch einer wird sagen, warum macht er das öffentlich? Hat er ein Geltungsbedürfnis? Fickt euch. Fickt euch einfach, die ihr das denkt. Fickt euch. Von mir aus, denkt von mir, was ihr wollt. Ist mir scheißegal. Interessiert mich nicht. Ich bin lange über den Punkt heraus, den Menschen gefallen zu wollen. Lange, lange, lange. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt dahingehend, dass ich jetzt auch Leute aus mir rauslassen kann, die mich selber betreffen. Und zwar ich. Abbilder von mir gehen aus mir raus, weil es mir scheißegal ist, wohin sie gehen. Scheißegal, auf wen sie treffen. Und scheißegal, wer was über mich denkt. Interessiert mich nicht.
Ich hoffe nur, dass diese und die vielleicht folgenden Folgen euch helfen, so wie sie mir helfen, so wie sie meinem ganz nahen Umfeld gerade helfen. Und dass vielleicht Leute, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, wo sie sich entscheiden müssen zwischen, mir ist was Schlimmes passiert, ich drifte ab, ich gehe in die Kriminalität, ich nehme Drogen, ich fange an zu trinken, ich prügel Leute kaputt, ich versuche jemanden totzuschlagen. Ich weiß, wovon ich hier rede, Leute. Ich war selber an dem Punkt, okay? Und alles das, was ich gerade erwähnt habe, ja, das war mein Leben früher. Und ich möchte jeden dazu aufmuntern, vielleicht die Folge denjenigen auch vorzuspielen, die gerade an dem Scheideweg zu stehen, in die Illegalität zu rutschen, ihr Leben vielleicht nicht mehr kontrollieren zu können. Ich kann euch eins sagen, es kostet euch Jahrzehnte eures Lebens und ganz viel Schmerzen. Und ganz viel Schmerzen, die ihr euch selber antut, die ihr vermeiden könnt. Und damit schicke ich euch in den, keine Ahnung, wo ich euch hinschicke. Hoffentlich in die, ja, ins Reich des Überlegens. Des Überlegens, so rum, nicht Überlebens, Überlegens. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf, seid wachsam, seid achtsam, seid alles das, was ihr sein müsst, um gut zu sein.